Wie es Milchkühen geht und welche Bedürfnisse sie haben, lässt sich mit geübtem Blick an ihrem Aussehen und ihrem Verhalten erkennen. Innerhalb gewisser Grenzen sind Kühe durchaus sehr anpassungsfähig. Allerdings hängen Leistungseinbußen und gestörte Verhaltensweisen im Stall oft mit Schwachstellen in der Haltungstechnik oder im Management zusammen. Unabdingbar zur Erkennung möglicher Missstände ist die intensive Beobachtung des Tierbestandes, die übrigens nach § 11 des Tierschutzgesetzes vorgeschrieben ist. Zweckmäßig ist eine strukturierte Vorgehensweise, bei der man vom Gesamtüberblick in die Details geht. Die regelmäßige Beobachtung zu verschiedenen Tageszeiten offenbart unter anderem die Belegung der Liegeboxen und die Anzahl wiederkäuender Tiere. So beeinflussen das Platzangebot und die Ausgestaltung der Liegeboxen das Abliege- und Ruheverhalten der Kühe. Abschürfungen, Schwellungen, Abszesse und Wunden an den Gelenken oder am Hals weisen in der Regel auf eine nicht tiergerechte Aufstallung hin. Genügt das Platzangebot zum Abliegen und Aufstehen? Ist die Liegefläche groß genug für verschiedene Liegepositionen? Ist der Liegeboden geeignet? Leicht erkennbar sind grobe Verschmutzungen der Tiere, die von verschmutzten Liegeboxen, Spaltenliegen oder von der Schieberentmistung herrühren. Die Anordnung, Größe und Gestaltung der Laufflächen wirken sich auf das Fortbewegungs-, Brunst- und Komfortverhalten aus. Kühe sollten sich sicher und mit großen Schritten im Stall bewegen können. Die Ausprägung der Hungergrube lässt Rückschlüsse auf die Futteraufnahme und damit auf die Futterqualität und das Fütterungsmanagement zu. Das Stallklima und eine positive, vertraute Mensch-Tier-Beziehung sind ebenfalls von großer Bedeutung für das Wohlbefinden der Kühe. Viele Schwachstellen in der Haltungstechnik und im Management lassen sich mit überschaubarem Aufwand beheben. Letztlich profitieren nicht nur die Tiere davon, sondern verbesserte Leistungen, öffentliche Anerkennung und eine höhere Arbeitszufriedenheit kommen dem Betrieb zugute. Die schwächsten Tiere verdienen besondere Aufmerksamkeit. Geht es ihnen gut, ist auch die Herde wohlauf.